Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien.
Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Und da sind wir auch schon wieder. Eichhörnchen! 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 Schnupper, schnupper! Alles in Ordnung? Ich hab The Forest gespielt. Ich hab Hunger auf Eichhörnchen. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Mega-Power-Tank? Okay. Welcher Trank macht mich dann stärker? Der super, super, mega Hypertrank. Aber George, warum musste er? Er ist gestorben. Was hatte das blöde Vieh denn? Hunger. Eine Kutsche im Flug angreifen. Ein Drache würde niemals. Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? 90 ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Gut, ich habe die Anforderungen auf hoch gestellt. Empfohlen waren Mittel. Ich fühle mich besser, Sir. Wenn meine 3060 nicht mehr hergibt. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Ich hatte eben schon eine Dingsbums aufgenommen. Eine Runde. Aber das Problem war, ich brauchte einen neuen Controller. Weil die Zielerfassung ein bisschen problematisch war. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Aber nach 6 Jahren oder 7 darf ein Xbox One Controller auch mal kaputt gehen. Diese Ruinen. Glauben Sie? Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Beziehungsweise Altersschwäche. Aber Miriam hat den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön auf
aufpassen. Was denken Sie, so, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam, na gut, in Kombination mit OBS und... vergessene Form von ansonsten, alles hoch. 65 Grad, also die... Alte Magie. Die Grafikkartentemperatur, ja, ist noch in Ordnung. Eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Gut, klar, die CPU macht nicht viel, ne? Vergessen, warum zu sein. Mal gucken, was sagen denn die Kerne? Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet. Ja, 24% Auslastung insgesamt mit OBS zusammen, das geht. Ich weiß nicht, wie sie das in geht. Den Besitz des Portschlüssels kamen. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Ja. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie nicht weit ist gespielt. Nicht also, es ist wirklich blind. Ich habe mir gedacht, zock ich's mal. Ist derjenige, der sie ausübt. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Sachen machen soll. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Genau. Das ist das, was mein alter Xbox One Controller für Probleme hat. Der hat ein bisschen Delay, wenn ich die Dinger runterdrücke. Aber durch die ganze Dark Souls-Benutzung und Elden Ring ist es ein bisschen schwierig. Aber gut. Ich bin ja jetzt auch von einem normalen Xbox One Controller, nicht One Xbox One S oder Xbox Series X, auf einen Dingsbums gegangen. Ich finde es so schade, dass der Elite Controller keine Akkus hat. Das klappt natürlich erst dann, wenn der Professor da schon da ist. Das ist klar. Wenn ich eins gelernt habe bei Dark Souls oder bei anderen Spielen, guck erstmal alles an. Es könnte irgendwo was versteckt sein. Guck mal, wir haben schon 65? Was? Als ich eben angezockt habe, war ich auch schon hier. Da habe ich es aber eigentlich als stilles Gameplay probiert, aber ich habe mir gedacht, Solo. Und ja, gut. Setup steht soweit. Ein weißer Elite-Controller, eine weiße mechanische Tastatur. So ein weißer PC. Das passt. Halten Sie ruhig! Ich finde nur noch ein paar gute Monitore. Reparo. Da bin ich halt auch am Überlegen, ob ich auf mehr als 60 Hertz gehen soll. Ich habe jetzt zweimal 60 und einmal 144. Naja, Stück für Stück. Muss ich erstmal gucken, was noch vom Gehalt übrig bleibt. Weil so viel verdiene ich jetzt auch wieder nicht, dass ich mir alles auf einmal holen kann. Kann ich hier runterspringen? Ne, kann ich nicht. Ich muss dem Professor folgen. Ich kann nicht mal springen oder rollen. Okay, verstehe. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Sieht fast aus wie Harry Schwanz im Fotzenfotter. Das war unbeabsichtigt, aber wenn meine Haare etwas länger sind, habe ich auch so einen komischen Scheitel. Also auch der Grund, warum ich regelmäßig zum Friseur gehe. Obwohl ich eigentlich bei dem Maschinenschnitt... Die Steuerung gefällt mir ganz gut. Professor... ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant.
Okay, weil ich eins in eins zusammenzählen kann, dass das gegebenenfalls ein Wandbild sein könnte, bin ich hellseherisch begabt. Ja. Da frage ich mal nicht. Die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Möglich. Wir sind hier in Hogwarts. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, boah, jetzt hier, es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass bei mir auf dem Channel in irgendwelchen Kommentaren Diskussionen loslaufen, aber ich besitze nicht einen Film von Harry Potter. Ich habe auch nicht ein Buch davon gelesen. Die Filme habe ich nur geguckt, weil sie entweder in irgendwelchen Jugendtreffs oder vor allem auch in der Schule haben wir die, glaube ich, auch mal geguckt, als die halt so gehypt waren. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Und da irgendwie... Was ist das? Es ein paar Leute gibt, die mir Professor das Spiel ausreden Finn? Wollten aus Gründen, die ich nicht verstehe. Beziehungsweise aus Selbstgründen und wollten irgendwie mich in meiner Entscheidung, ob ich das Spiel spielen soll oder nicht, beeinflussen, habe ich mir einfach gekauft. Die Deluxe Edition. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Jetzt sag ich's. Und wie kann dahinter ein Raum sein? Habe ich daraus ein komplettes Let's Play gemacht? Keine Ahnung. Es soll groß sein. Nichts. Wieder dieses Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Ich werde aber Ghost of Tsushima auf jeden Fall noch beenden. Alte Magie und nur wir können. Alte Magie und wir sind die Einzigen, die das können. Patricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Also diese Portalfahrt habe ich schon gemacht. Hallo? Ab dann ist es blind. So einen leichten Hall in meiner Stimme, wenn ich jemanden anspreche. Wenn ich auf der Arbeit schlafe, dann war's das. Unmöglich. Einen Moment. Dann gibt's einen Anschiss. Und wenn das zu häufig vorkommt, kann man gehen. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja. Cola und Kuchen. So kann man freien Tag genießen. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Diese runden Schokokuchen einfach mit dieser Creme, mit dieser Milchcreme-Füllung. Ob die Warner Brothers auch so eine ähnliche Achterbahn haben? Lassen Sie Ihre Hände im Wagen. Und da würde ich auch gerne mal wieder hin, wenn es das noch gibt. Das Warner Brothers Movie World. War nur ein paar Mal in Phantasialand. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Und die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Auch wenn ich mit dem Franchise nichts anfangen kann, finde ich es ganz cool. Also mir gefällt es bis jetzt. Ist aber auch nur das Intro, also. Noch haben wir keine richtigen Gameplays gesehen. Verlies Nummer. Verlies 12.
ein großer Tag. Weiterfahren. Santa Armbinde. Das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Er hat doch irgendwas vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach da nur... Ja. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. Ich krieg hier bei dem Spiel mehr FPS raus als bei Elden Ring. Das musst du dir mal vorstellen. Und Elden Ring ist schon ein Jährchen alt ungefähr. Ey, ich könnte was... angucken. Okay, das sah cool aus mit dem Mechanismus. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, man muss die Augen offen halten. 55. Sehe ich auch irgendwo mein Inventar? Also wir spielen mit den Voreinstellungen hoch. Ich nehme mir aber das Recht raus, das Spiel eventuell nochmal zu, neu zu starten, sondern also nicht von vorne anzufangen. Für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Also ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Halte den Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades. Das Symbol, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades zu beschleunigen, okay? Ah, okay. Revelio. Da! Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Gut. Das ist aber nur, wenn wir den Zauber lernen, ne? Wir müssen es nicht dauerhaft machen. Eine Tür. Verstehe. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ich würde gerne wissen, wo man seine... Fenstermodus. Nvidia DLS ausbalanciert. Reflex Laupatensie an, etc. etc. Ja. Qualität natürlich hoch. Raytracing, Schatten. Und hier, hat Auswirkungen auf die GB und Hardware. Ja, ich habe eine 3060, das sollte passen. Fordert einen Neustart des Spiels. Sich mir das komplett egal. Ich will eigentlich mein Inventar sehen. Hat er nämlich Kohle gesammelt, glaube ich zumindest. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach!
Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Na dann, also ich werde ja mal ein bisschen still sein, weil ich das eigentlich ziemlich geil finde gerade. Aber wie, das schätze ich dann im Laufe des Spiels. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte am Anfang. Ich glaube nicht, dass bei mir auf dem Kanal große Diskussionen drin sind. Was ist das? Weil es mir einfach komplett egal ist. Diesmal auf dem Boden. Muss ich da hin? Soll ich da hin? Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Ich will das jetzt nach oben legen. Okay. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Jetzt müssen wir... Rücken an Rücken, Professor. Protego. Professor. Professor Fig. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Protego. Lumos. Stehe. Wie, das ist cool gemacht. Steuerung geht bis jetzt. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Warum muss ich das Rätsel jetzt zweimal machen? Vielleicht einmal alleine, ne? Ich habe wohl keine Wahl.
werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Lumos. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Will ich es jetzt alle drei machen? Hola! Das System gefällt mir ganz gut. Halte Y während Protego gedrückt, um Gegner mit einem... Okay. Protego! Au! Au! Ich bin eigentlich eher der Ausweicher. Milena scheint jetzt die Grundlagen kennen. Aber wo ist der Professor? Nimm es einfach mal mit. Keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, was es macht. Wird sich schon nicht vergiften. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden. Schwebend über dem Becken. Ja, so eine komische Stimme. Die ist so ein bisschen metallisch. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Aber nur die Stimme bei meinem Protagonisten. Mal sehen. Kopf runter. Ist das der junge Fresh Dumbledore? Ich habe keine Ahnung. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Na dann. Sehen Sie also das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir.
Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Na dann. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, dass die Wache links mit dem Band irgendwas hoch hat. Wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Habe ich keine Wahl? Hallo. Das hättest du mal lieber nicht machen sollen. Natürlich trifft er nicht. Alter Mann, lauf! Bleib erstmal stehen. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Hotkey Games, Hogwarts Legacy. Oh yeah.
Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Können Sie ja nicht Pause machen? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Fick. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. War mir Dumbledore in den Film als Schulleiter lieber? Soll das Harry Schwanz und Fatzenpotter gewesen sein? Für die Auswahl. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Habe ich aus South Park den Begriff. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Weasley? Seit wann ist sie eine Professorin? Eine Professorin, Entschuldigung. Wo ist Ron? Und die Scharlatan-Brüder? Kann ich mir das jetzt aussuchen? Ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Ich bin hier, um Bitches klar zu machen. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ganz viele Girls. Kann sein, dass die... Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Die Stimme ist komisch, so ein bisschen metallisch. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Hufflepuff. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne... Warte mal, es gibt Gryffindor, kenne ich. Hufflepuff kenne ich und Slytherin. Ich habe keine Ahnung, was Ravenclaw ist. Kreativität und Scharfsinn. Tapferkeit, Mut und Ehre. Ja, das wäre natürlich geil, ne? Das würde mir auch gefallen. Das an sich auch. Nicht schlecht. Gerissenheit, Ehrgeiz und Streben nach Macht. Slytherin hört sich natürlich geil an, aber... Ravenclaw wäre auch nicht schlecht. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, aber ich beende den Part hier einfach mal, um mir ein bisschen Bedenkzeit zu geben. Macht's gut, Leute. Tschüss.